Leute, was geht? Mein Name ist EduGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ein Themenvideo, ein Themencommentary findet man heutzutage auf YouTube ja nicht mehr so oft, aber ja, ich habe eins und heute geht es mal um die Flüchtlinge. Wenn du dieses Video ansiehst, wirst du nicht mehr schlecht über Flüchtlinge reden. Liebe deinen Nächsten. Geh respektvoll mit einem Menschen um. Irgendwie zählen diese Werte zurzeit gar nicht mehr. Warum? In Deutschland kommen die Flüchtlinge. Die Leute haben Angst. Aber warum sollten wir Angst haben? Vor den Menschen, die vor Krieg, vor Mord, Vergewaltigung, vor Bomben, von der IS, von Hunger, von Armut hierher kommen. Da müssen wir doch keine Angst haben. Das sind Menschen, denen wir helfen müssen, die wir mit offenen Armen empfangen müssen. So müssen wir denken. Aber was wir machen, oder was manche machen, ist kritisch zu denken. Sprich, nehmen wir mal an, eine kleine Gemeinde. 4.000-5.000 Einwohner. Dort gibt es vielleicht eine Sporthalle und dort ziehen ein paar Flüchtlinge ein. Jetzt läuft mal ein schwarzer Mitbürger oder mit einem dunklen Hauttyp irgendwo im Dorf lang. Was denken diese Leute? Gleich kritisch denken, oh mein Gott, der Kriminelle, der tut mir bestimmt was an, meine Kinder dürfen nicht mehr raus. Haltet euch fern. Aber diese ganzen Vorurteile sind einfach falsch. Stellt euch mal vor, hier in Deutschland wäre der islamische Staat. Überall würde gemordet werden. Überall wäre Chaos. Deine Mama, dein Papa, einfach so hingerichtet von der IS. Dein Bruder, verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Chaos in Deutschland. Und du würdest in ein anderes Land gehen. Nehmen wir mal an, Neuseeland. Und jeder würde auf dich schauen und kritisch denken. Was ist denn das für einer? Du kommst nach Neuseeland in ein Flüchtlingsheim. Brandbomben werden auf das Flüchtlingsheim geworfen. Und du denkst dir, was geht denn hier ab? Was ich eigentlich mit diesem Video sagen wollte, ist einfach, dass diese Menschen Hilfe brauchen. Wirkliche Hilfe. Und es hilft nicht, kritisch darüber nachzudenken. Oder es hilft auch nicht, irgendwie Brandbomben auf diese Dinger zu werfen. Sondern das ist alles Rassismus. Das ist schon Rassismus. Wir müssen den Leuten helfen. So sieht's aus. Das sind Menschen, die brauchen unsere Hilfe. Die brauchen uns. Die brauchen unsere Hilfe. Die haben Leid erlebt. Die haben Familienmitglieder sterben sehen. Und was wir machen, das Einzigste, kritisch zu denken. Och, der Schwarze, der vergewaltigt bestimmt irgendwelche Frauen. Und genau aus diesem Grund mache ich dieses Video. Um aufzuräumen, dass jeder Mensch gleich ist. Nur weil jemand arm ist. Nur weil jemand aus einem anderen Land kommt. Nur weil jemand nicht 5.000 Euro verdient oder was weiß ich. Heißt das nicht, dass er weniger wert ist. Ne? Das kommt mir nämlich leider heute immer so vor. Menschen zweiter Klasse, Menschen dritter Klasse, Menschen vierter Klasse. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann hat doch jeder Mensch im Endeffekt eine Seele, ein Herz, Gefühle. Und manchmal sind die wahren Menschen, die besten Menschen, die armen Menschen, die nichts haben. Doch, sie haben was. Sie haben ein Herz. Auf jeden Fall möchte ich einfach, dass die Flüchtlinge in Deutschland akzeptiert werden. Und wenn ihr nächstes Mal irgendwo an ein Flüchtlingsheim vorbeigeht, dann geht bitte mit einem positiven Signal hin.
und nicht mit einem ängstlichen Signal. Weil Flüchtlinge sind die, denen wir helfen müssen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euch Gamescom auf der PlayStation 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet. Und hoffe einfach, dass ihr... Bis dann. Ciao.